Manowar, das ist eine Band, die immer wieder polarisiert, ne? Sei das optisch, sei das einfach die Aussagen von Joey DiMaio, die immer wieder durchs Netz geistern. Auf der einen Seite natürlich bewusst provokant, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen selbstvergessen. Die Kings of Metal, sind die denn eigentlich die lautesten überhaupt? Ist die Band die beste Metal-Band der Welt? Sind sie denn eigentlich fannah oder nehmen sie ihre Fans einfach nur aus? Diese World Tour, wird die überhaupt zu Ende gehen oder ist es dann quasi bei Kiss, dass sie für immer und ewig touren werden? Es gibt da so ganz viele Punkte und ein Punkt war auch immer die Optik, diese bewusst maskuline Sexualisierung, die ja von Anfang an bei dieser Band irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und jetzt mischt sich neben diese mehr doch mit Augenzwinkern zu betrachtenden Punkte, mischt sich etwas sehr, 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 sehr Bitteres, nämlich die Vorwürfe des Kinderpornografiebesitzes an Carl Logan. Und das ist der seit 1994 bei Manowar mitmischende Gitarrist. Und also wenn ihr euch fragt, wer das ist immer das schmale, dünne, blonde Männchen. Und ja, er wurde jetzt in mehrfachen Fällen des Besitzes von pornografischen Inhalten beschuldigt. Und zwar in dem Sinne, in dem Maße, dritten Grades, sagt man, dass er bewusst Inhalte besessen hat, die quasi eine sexuelle Handlung zeigen. Er wurde auf Kaution freigelassen, $35.000, ist jetzt nicht wenig, und befindet sich jetzt gerade wieder auf Tour. Ob die Tour dann allerdings wirklich fest fortgesetzt werden kann, ja, das ist an dem Punkt natürlich noch nicht absehbar. Ob dann am Ende dann auch eine Verurteilung erwirkt werden kann, steht auch noch auf einem anderen Papier. Ich finde es schockierend, wenn man als eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, und viel Fankontakt hat, auch mal Vorbild für viele Menschen ist, wenn sich dann herausstellt, dass die im Endeffekt über Neigung verfügt und diese Neigung auch, sag mal, wenn es auch im Privaten ist, auslebt, die einfach fern allem sind, was argumentativ noch als moralisch bezeichnbar ist. Und was mich auch so ein bisschen schockiert und irgendwie auch traurig macht, ist einfach, dass sich solche Fälle in letzter Zeit immer wieder finden, vor allem in der Metal-Szene eben, sei das jetzt mit dem Lost Prophets-Sänger, sei das mit Dagon von Inquisition. Anschuldigungen bis hin zu Verurteilungen sind relativ häufig geworden. Und das kann nicht nur mit diesem so oft kritisierten neuen Zeitgeist zu tun haben, dass solche Sachen einfach nicht mehr okay sind und dass sie einfach öfter auch Anschuldigungen stattfinden an Menschen, wo es vermutlich gar nicht sein kann. Ich meine, so eine Verurteilung wird ja nicht erwirkt, wenn da nichts dran wäre an solchen Anschuldigungen. Ob das bei Carl Logan nun wirklich der Fall ist, wird sich jetzt noch zeigen. Wenn sie aber tatsächlich diese Fälle vorliegen haben und eben diese Anklage eben anhand der Videos, die man gefunden hat, dann irgendwie stattfand, dann ist ja eigentlich klar, dass da eine gewisse Schuldigkeit vorliegt, ne? Also, ich finde das echt furchtbar. Im Endeffekt sind das alles auch nur Menschen und auch wenn sie bei Manowar spielen und die sich als Halbgötter darstellen wollen, nein, es sind auch nur Menschen und die haben eben auch ihre Schwächen und das ist nun leider eben so ein widerwärtige Schwäche. Es ist jetzt noch nicht raus, ob er, wie gesagt, dann wirklich verknackt wird dafür. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es natürlich der Fall dann sein wird, ist er natürlich auch noch nicht als schuldig zu bezeichnen. Also das ist ganz klar. Also schuldig bis zum Beweis der Schuld in dem Sinne. Aber ich stelle mir jetzt halt schon wieder die Frage, und das, ich glaube, das muss man an dem Punkt halt auch ab und an mal so ein bisschen hinterfragen, ist das in der Metal-Szene unter Metal-Musikern und Künstlern, die in dem Bereich aktiv sind, häufiger der Fall, dass sie eben auch pädophile Neigungen haben? Oder liegt das daran, dass das medial dann wieder so aufgebauscht wird, dass man denkt, okay, da ist jetzt ein Fall und dann ist mal wieder dort ein Fall? Ist das mehr prozentual als in der normalen Gesellschaft? Ja? Also inwieweit verzerrt sozusagen die mediale Berichterstattung über diese Themen dann auch unsere eigene Sicht darauf. Weil im Endeffekt ist jeder Fall, vor allen Dingen, wenn es so ein prominenter Künstler ist, einer wirklich großen Band, die weltweit Aufsehen erregt,
vor allem Aufsehen erregt hat. Ne? Sagen wir ehrlich, Manowar sind auch nicht mehr so groß wie früher. Aber wie eben auch solche Fälle dann eben das Image einer ganzen Szene verschlechtern. Es wäre wirklich mal auch so einfach eine psychologische Frage, inwieweit vielleicht so eine Korrelation zwischen eben allgemeinen psychischen Problemen, einer Hinneigung zu einer extremen Musik und dann eben auch so eine Ausprägung, inwieweit das irgendwie zusammenhängt. Ne? Also jetzt einfach nur mal ganz konstruktiv gefragt, ohne jetzt meine eigene Szene und meinen eigenen Musikstil jetzt angreifen zu wollen. Ne? Also lasst uns das einfach mal ganz kritisch hinterfragen, die Rolle der Medien in solchen Fällen, die Außenwirkung, das, was es uns eigentlich über die Menschen sagt. Und vielleicht noch ein anderes Thema, inwieweit kann man in solchen Fällen helfen? Was kann man tun, aktiv, wenn man selbst merkt, okay, ich habe da solche Neigungen? Wie sollte man damit umgehen, auch in der Gesellschaft? Ist das jetzt so ein Thema, wo man sagt, okay, diese Person gehört gebrandmarkt und darf nie wieder in der Öffentlichkeit irgendwie zu sehen sein, weil moralisch absolut nicht mehr gangbar? Oder sieht man sie dann vielleicht auch ein bisschen als Opfer ihrer eigenen Sexualität? Das sind so Themen, das wirklich kompliziert, vor allen Dingen, weil es eben auch emotional aufgeladen ist. Weil niemand natürlich möchte, dass sein Kind oder Kinder in diesem Sinne irgendwie für pornografisches Material missbraucht werden, das ist ja völlig klar. Deswegen fällt vielen da einfach auch die Auseinandersetzung mit dem Thema generell schwer, ne? Weil logischerweise gehen da gleich die roten Lampen an. Also mich würde das mal interessieren, was ist da eure Meinung dazu? Wie seht ihr Manowar jetzt in diesem Umfeld, sage ich mal? Könnt ihr die Musik dann überhaupt noch ernst nehmen? Oder wenn man sich so ein Bandfoto ansieht, ist das dann gleich so, dass ihr denkt, okay, da ist jetzt so ein Pädophiler. Ne? Das ist eine Band, da ist ein Pädophiler drin. Ist wirklich schwierig, interessiert mich. Schreibt es mir dort unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir machen dann hier mal weiter mit dem Fotoshooting für Von Thieling. Mache ich auch noch ein kleines Video drumherum. Das wird dann wieder ein bisschen positiver vom Thema. Vielen Dank für eure Zeit und ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken, weil es wirklich ein sehr, sehr spannendes und kritisches Thema zum Diskutieren ist. Tschüssikowski.